Hier finden wir ihn. Den Beweis, dass in unserer Umwelt etwas Unheimliches passiert. Dass Lebewesen einfach verschwinden. Herr Sorg, was ist das? Ja, das ist ein Teil der historischen Sammlungsbestände. In dieser Region sind mehr als die Hälfte dieser Arten heute nicht mehr anzutreffen. Seit mehr als 100 Jahren erforschen die Mitglieder des Entomologischen Vereins Krefeld die Welt der Insekten. Enthusiasten, die eine unschätzbare wissenschaftliche Arbeit leisten. Die Dokumentation darüber, was seit 100 Jahren mit unserer Umwelt geschieht. In den Zeltfallen, die der Verein seit Jahrzehnten an denselben Orten aufstellt, sammeln sich immer weniger Insekten. Viel weniger. Ihre Ergebnisse erregen weltweit Aufsehen. Das Besondere, was wir herausgefunden haben, war, ich beziehe mich jetzt auf den Orbacher Buch hier in Krefeld, war, dass 75 bis 78% der Insektenbiomasse, also der Anzahl der Insekten, nicht der Arten, sondern der Anzahl der Insekten, zurückgegangen sind. Dramatisch weniger Insekten, nicht nur in NRW. Der Trend, so Forscher, gilt für Gebiete weit über die Grenzen hinaus. Ein Minus von 80%. Das sind jetzt Proben aus sogenannten Malaisfallen, aus Zeltfallen. Und hier sind das 2 Wochen und das hier sind auch 2 Wochen. Der Unterschied ist, das hier ist aktuell von 2016 und das hier ist zum Vergleich von 1994. Das ist der gleiche Standort von 1994 und von 2016. Und da sieht man ja ganz plakativ, wie viel mehr Insekten wirklich in dieser großen Flasche sind im Vergleich zu 2016 jetzt hier von letztem Jahr. Niemand kann sich dieser Erkenntnis mehr entziehen. Der Biodiversitätsexperte Professor Josef Settele hält sie für äußerst wichtig. Was die Faktoren sind dahinter, wissen wir letztlich nicht, da es ja meistens eine Kombination ist von vielen. Es sind wohl die Monokulturen. Zu wenig Abwechslung in der Landschaft ist schlecht für Insekten. Der Klimawandel. Zu viel Boden wird zugebaut. Und es ist wohl der Einsatz von Neonicotinoiden, sagen Forscher. Ein Insektengift, das Kulturpflanzen eigentlich vor kleinsten Schädlingen wie Läusen schützen soll, könnte alle Insekten treffen. Ein Alarmsignal auch für die Vögel. Es gibt schon sehr viel weniger von ihnen. Denn die Insekten stehen am Anfang der Nahrungskette. Vom Liebling der Menschen, der Honigbiene, sind schon ganze Völker verschwunden. Generell kommen sie schlechter über den Winter, sind anfälliger für Schädlinge und Infektionen. Warum? Es gibt gute Anhaltspunkte dafür, dass wir Abbauprodukte haben, die genauso toxisch sind und ihren Boden sich dann entsprechend entfalten. Es scheint so zu sein, dass vieles von den Neonics vor allen Dingen nicht im Bestand wirkt, sondern vor allen Dingen in der Umwelt. Also 90% der Wirkung wird entfaltet, zum Beispiel im Bodenbereich oder später im Wasser. Das heißt, die Kontamination der Landschaft ist ein wichtiger Punkt, der bislang nicht so richtig auf dem Fokus war. Settele ist einer von 29 besorgten Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Sie haben über 1100 vorhandene Studien zu Neonicotinoiden und ihren Folgen geprüft und bewertet. Ihr Fazit? Die Risiken wurden systematisch unterschätzt. Ein Umdenken hat begonnen, wenn auch zögerlich. Vor 20 Jahren wurden die Neonicotinoide als unbedenklich zugelassen. Doch jetzt will die EU-Kommission ein Verbot. Bisher gibt es nur eine Anwendungsbeschränkung für die giftigsten Neonicotinoide. Doch die wurde mit zahlreichen Ausnahmegenehmigungen der EU-Behörde unterlaufen. Bayer Crop Science, BASF und Syngenta klagen trotzdem dagegen. Die Konzerne sind immer noch der Meinung, dass es keine Anhaltspunkte für Schäden gibt. Haben Sie sich auch diese 1100 Studien angeguckt? Natürlich schauen wir uns die Studien an und bewerten die auch. Aber ich glaube, bei der Frage ist eine Studienschlacht nicht weiter zielführend. Wir sollten viel eher den Blick in die Praxis richten und gucken, wenn wir in die Praxis gehen, was wir da beobachten. Und alles, was wir da beobachten, zeigt, dass die Neonicotinoide keinen negativen Einfluss auf Bienen, Bevölkerungsdichten, Wachstumsraten und so weiter haben, wenn es um die Praxis geht. Das sehen Umweltschützer ganz anders. Die Bienen und anderen Insekten sterben zwar nicht sofort, doch über die Giftigkeit der Neonicotinoide sagen Wissenschaftler ganz klar: Da ist es eigentlich ohne Zweifel, dass es eine Rolle spielt. Wie groß sie ist, ist wie gesagt schwierig, aber sie ist sicher mit beteiligt. Von daher kann man nicht pauschal sagen, das ist nicht relevant. Viele Landwirte meinen allerdings, auf Neonicotinoide nicht verzichten zu können.
Wir müssen natürlich dann auch gucken, ob man Ersatz findet. Wir müssen auf vielleicht ältere Wirkstoffgruppen zurückgreifen, die schon viele Jahre arbeiten oder teilweise dann auch Resistenzen entwickeln. Aber grundsätzlich ist es halt ein Problem. Wir müssen natürlich die Qualitäten auch produzieren können, die wir am Markt absetzen können. Verbraucheranspruch kontra Insektengesundheit? Auch weil Käufer nur Obst ohne jeden Makel akzeptieren, werden Pestizide eingesetzt. Dabei könnte auch anders erzeugt werden, meint Experte Settele. Es gibt gute Ergebnisse von Studien aus Frankreich, die ähnlich sind wie die Verhältnisse bei uns in Deutschland. Und da hat sich gezeigt, dass bei Insektiziden bis zu 70% eingespart werden können, ohne dass man entsprechenden Verlust hätte im Ertrag. Das wäre schon ein wesentlicher Fortschritt, wenn das gelingen würde. Aus Brüssel mehren sich die Zeichen, dass die Kommission stark eingreifen will. Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament, ist nah dran. Ja, die Kommission hat ja angekündigt, dass sie einen Vorschlag machen will, tatsächlich die drei Stoffe, die bis jetzt vorläufig verboten sind, zu verbieten. Ob sie dafür eine Mehrheit findet im Rat, ob die Mitgliedstaaten da zustimmen, ist noch eine offene Frage. Noch ringen die Lobbyisten der Industrie um ein Milliardengeschäft. In Krefeld werden die Insektenkundler die Auswirkungen so oder so dokumentieren, wie schon die letzten 100 Jahre.